Okay, gleich ist es 12 Uhr und dann ist der neue Daily Run online. Jede Sekunde. Top 3 Lieblings-Isaac-Charaktere. Tainted Cain. Das war's. Der tägliche Renner. Komm schon, wo bleibt er? Ich habe letztens Mega Blaster Lock bisher nie gesehen. Mega Blaster ist, glaube ich, Devil Dealer Item, oder? Okay. 8 Sekunden zu spät, aber. Ist okay. Mega Satan mit Forgotten. Start mit My Little Unicorn. Ich würde sagen, wir machen das, weil es ein richtiger Run ist. Und schauen, wo es mich hinbringt. Hier, was mit eigenen Forgotten machen? Nein, ich habe das Gefühl, das könnte ein interessanter Run werden. Oh, ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Symbol auf der Karte? Ah, das Symbol auf der Karte ist, das hier ist die größte Kiste der Welt-Symbol. Ich werde jetzt aber keine Bombe finden, vermute ich. Zumindest wäre das der perfekte Masterplan. Einem einfach super viele goldene Kisten geben, aber keine Bombe, mit der man sie erreichen kann. Ich verliere gleich mein Herz, das ist nicht gut. Oh, ich kann fliegen. Ach ja, yeah, das war eine Sache. Ich habe länger nicht mehr mit Forgotten gespielt, okay? Habe ich jetzt einfach zwei Schlüssel weggeworfen? Okay, das ist noch einer. Wie du das immer vergisst. Weißt du, wann ich zuletzt mit Forgotten gespielt habe? Sind davon heißt der Charakter Forgotten. Aber ja, es ist sehr lange her. Oh yes, halbes rotes Herz. Und kein Schlüssel. Oh, da ist einer drin, oder? Zwei Schlüssel. Wie viele Schlüssel braucht man, um die goldene Kiste zu öffnen? Random. Oh. 5 sind scheinbar nicht genug in dem Fall. Maximum 7. Justice. Okay. Wir sind noch im Spiel. Vergesst es nicht. Vergesst das bitte nicht. Wir nehmen nämlich erstmal den Secret Room mit. Okay. Secret Room ist da oben. Komm schon. 3 Bomben. Nicht ganz, wonach ich gesucht habe, aber okay. Super Secret Room, wo bist du? Ich werde auf die große goldene Kiste gehen. Du fucking Spiel! Ich habe auch keine Ahnung, wo der Super Secret Room sein könnte. Links unten kann er sein. Schauen wir rein. Okay, hier ist er. Ich brauche keine Bomben. Okay. Schon. Gib mir irgendwas, was mit dem Schlüssel verhilft.
Was ist Chariot? Fragezeichen. Was halte ich von Chariot? Fragezeichen. Schwarzherz vergessen. Oh, ich kann Schwarzherz ja mitnehmen. Ich war noch im The Lost-Modus. Wo ich sie nicht mitnehmen kann. Mach dich kurz unbesiegbar, unbeweglich und super stark. Diese fucking Kiste! Oh, ich mag das überhaupt nicht, dass ich jetzt die Kiste nicht mitnehmen kann. Ich habe alles versucht. Es gibt nichts mehr zu erledigen. Crawl Space? Sicher mit einer Bombe nach einem Crawl Space suchen. An dem Punkt werde ich die Bombe einfach beibehalten. Das erste, was ich in der anderen Ebene finde, ist die Bombsal-Key-Pille. Bisschen spät dafür. Bisschen spät. Muss ich, so ganz ehrlich sagen. Es sind eine Menge Chariots in diesem Run. Der klassische Isaac-Humor, das ist eine Verschwörung gegen mich. Und hey, noch ein Schlüssel. Lass mich direkt zum Shop gehen. Verdenken wir gar nicht mehr darüber nach. Was ich alles verloren habe wegen dieser... Gott, ich hätte die anderen beiden Kisten noch mitnehmen sollen. Aber ich dachte mir, ich hier auf alles. Und das war nicht gut. Ich hätte nicht auf alles gehen sollen. Manchmal bekommt man aus diesen Pilzen heutzutage auch noch was. Aber hauptsächlich nicht. Wurde schon ein Run gewonnen. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich ja, was ist sein Name? Ich habe Ultra Greed mit der Lost geschafft. Das war es nicht wert. Das war ganz gut. Ganz vorsichtig. Okay. Habe ich nicht irgendwo ein rotes Herz? Das ist doch der Baby-Booby-Burger-Modus. Müsst ihr nicht alles voll sein mit roten Herzen? Damit die schlechten Gamer auch das Gefühl haben, yeah, das Gefühl haben können, dass sie ein Videospiel spielen können. Lil Monstro. Ich bin aktuell nicht gut auf Monstros Lunge zu sprechen, sollst du wissen, Spiel. Ich bin da aktuell nicht gut drauf zu sprechen. Und da oben ist... Wer hat da oben das... Wo kommt das... Warum ist da ein Soul Heart da oben? Oh, weil ich Gimpy habe. Der alte Gimpy im Einsatz. Es passiert nur so selten, dass Gimpy tatsächlich was bringt, dass man, oder ich zumindest, ganz gerne vergesse, dass Gimpy tatsächlich was bringen kann. Ich mag das hier gerade nicht. Schau ich den Lil Monstro an. Eine Kämpfernatur. Okay. Puh, dann würde ich sagen, ich schaue mal eben nochmal zum kleinen Demon Judgment rein. Ich hoffe, dass er was Nettes für mich hat. Dankeschön!
Seht ihr, das hat sich gelohnt, dass ich die Kiste nicht aufbekommen habe, denn dafür habe ich jetzt das Item bekommen. Und wenn ihr behaupten wollt, dass das zwei Ereignisse sind, die nichts miteinander zu tun haben, dann kann ich nur beschämt den Kopf schütteln. Lil Dumpy ist mittlerweile fast wie ein schlechterer Holy Mantle nach dem Patch. Lil Dumpy war auch davor schon ziemlich okay, ehrlich gesagt. Oh, das gefällt mir nicht. Ich mag den haarigen Dingel nicht. Ich mag den haarigen Dingel sogar überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Weil wir schon wieder ein neuer Boss kommt. Dafür müssen... Oh ja, wir sollten schon wieder den neuen Boss noch sehen können. Dafür müssen wir... dafür müssen wir Richtung Mada. Der war Mausoleum, oder? Ja. Experimental Treatment. Das war hervorragend. Nein, es war schlecht. Ich hab ein Leben verloren. Schauen wir rein. Oh, yo! Yo. Oh mein Gott, das ist so cool. Oh, schau ich das an. Oh, das ist so scheiß cool. Ich hatte keine Ahnung, dass der Forgotten Sensenmann eine Sache ist. Leider Ashpit. Die DIY-Sense, ja. Yeah. Das ist super cool. Auch wenn ich nicht sicher bin, ob es wirklich allzu stark ist, aber es sollte auf jeden Fall nicht schwach sein. Das ist ja schon mal die halbe Miete, würde ich sagen. Oh nein. Kann ich Magic Skin mit ihm einsetzen? Zum Fick! Das war so nicht abgemacht. Das war so nicht abgemacht, okay? Ich bin mir nicht ganz sicher, warum ich, ich habe mein letztes Herz aufgegeben dafür, deswegen bin ich wahrscheinlich gestorben. Zieht ein Red Heart und zwei Soul Hearts ab. Autsch. Guppys Collar hat aber absolut gecarried. Unterschätzen wir das mal bitte nicht. Aber mit dem kann ich einfach so mit Mom's Knife spielen. Mom's Eye. Nicht allzu relevant. Dann wiederum so eine nette Doppelsense. Da will man ja auch nichts gegen haben. Habe ich nicht gerade ein halbes Herz mitgenommen? Wo ist das hin? Gehen wir zum Boss. Ich will nicht gemein sein, aber du wirkst ziemlich schwach. Ich war ziemlich gemein mit der Aussage, muss ich gestehen. Okay, ich habe wieder zwei Herzen. Wenn man Lokis Horns hat, bilden die Sensen ein außergewöhnliches Symbol. Oh nein. Was ist das? Dingleberry, ups. Ups. Da habe ich wohl gedingelberried. Oh, hallo. Schau ich den an.
Absolute Legende. Was macht der kleine Haufen? Nein! Kann ich bitte... Ich bin übrigens so fasziniert, wie hoch einfach, Oh Mann, was? Ist Dingleberry einfach... quasi eine Poop-Transformation oder so? Das ist super stark. Was ist das für ein komischer Bild? Es ist Forgotten mit der Mom's Knife. Das wird dann zu so einer Sense. Macht Dips freundlich und spawnt sie manchmal. Oh, deswegen war... Oh, deswegen, als ich die gekillt habe, waren sie auf meiner Seite. Verstehe. Und für jeden geklärten Raum noch einen Poopy-Begleiter. Das ist ein ganz nettes Trinket, würde ich sagen. Shot Speed down. Wie wäre es, wenn wir das nicht nochmal mitnehmen? Okay. Nächste Ebene. Ich weiß noch nicht ganz, was ich von der Sense halten soll. An sich ist sie super cool, aber gleichzeitig muss man halt auch sagen, mit dem regulären Mom's Knife kann sie halt nicht so ganz mithalten. Wahrscheinlich ist deswegen auch ganz gut, dass ich das reguläre Mom's Knife auch zur Verfügung... Oh. Oh. Okay. Es ist doch ganz stark. Ich weiß auch nicht. Vielleicht wollte ich mich einfach nur beschweren. Ich wünschte, ich hätte auch so viele Poop-Freunde. Du kannst heute noch damit anfangen, ein paar Poop-Freunde zu machen. Sieht aber ganz cool aus, dass ich, Speed down. Dass ich auch, dass ich die ganze Zeit meine zwei Sensen bei mir habe. Ach komm schon. So. Geht rein. Half up! Wir haben also doch Pillen, die nicht komplett scheiße sind in der Rotation heute. Unglaublich. Ich habe Laxani und die Poop-Freunde gehören dir. Oh nein. Ich vermute, das ist ein Abführmittel. Lasst mich euch mal eine wilde Geschichte erzählen. Ich habe noch nie Abführmittel zu mir genommen. Und das ist das Ende der Geschichte. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Geschichte. Kannst du immer noch fliegen, also setze ich aus Risiko ein Gemüse von den Stacheln Schaden zu bekommen. Ach ja, bei der Pille. Ich meine, was heißt Risiko? In dem Raum, üblicherweise nimmt man da keinen Schaden. Wenn man an den Stacheln vorbeiläuft. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass ich da ein Risiko eingegangen bin. Oh. Das ist eine Menge Poop-Freunde. Lass mich direkt den Boss machen. Oh mein Gott, Mom's Knife ist einfach so stark. Mom's Knife ist schon sehr viel stärker als die Sensen. Und damit meine ich sehr viel stärker. Unverwundbarkeit oder Krampus? Warte, die Unverwundbarkeit, was mache ich denn da? Wenn ich unverwundbar bin, kann ich einfach mit, Mom's Knife in die Gegner reinfliegen.
Ich hatte mal zu viel Abführmittel. Ich kann mir vorstellen, dass es ab irgendeinem Punkt keinen Unterschied mehr macht. Ich habe meinen Jahrzehnten einen Liter trüben Apfelsaft auf der Schule gesoffen und danach fast das Geografiezimmer vollgekotzt. Ja, ist aber kein Apfelmittel. Das ist ein Apfelmittel der Natur. Das zählt ja nicht. Ich glaube, Arm Snipe ist von Anfang an freigeschaltet in dem Spiel. Es ist nur nicht allzu häufig. Also von Vartok Tok 54 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Wie funktioniert das überhaupt? Ergibt das Sinn, dass man... Was? Sollte das... Sag mal, das zerstört die Itempools. Jetzt habe ich überall Magic Skin. Ist eben magisch. Oh, das ist fantastisch. Absolut fantastisch. Ha. Ich bin nicht ganz zufrieden damit, muss ich gestehen. Und ich habe auch keine Bombe mehr. Ich nehme lieber mein Unicornhorn mit. Das ist ein Item für wahre Kämpfer. Solange du es nicht hältst, taucht es auf. Hätte ich es wirklich mitnehmen sollen, weil es ansonsten überall auftaucht? Was soll denn der Schwachsinn? Oh mein Gott! Ich wünschte, ich hätte es... Ich wünsche auf sehr vielen Ebenen, ich hätte es nicht eingesetzt. Das kann ich euch versprechen. Ja, da war ein ganzes normales Item, das stimmt. Das heißt, ich sollte mich mal nicht zu sehr beschweren. So eine Scheiße. Ja, wenigstens war Curse Eye noch auf meiner Seite. Darüber sollte man sich auch mal ein bisschen freuen. Für das alte Curse Eye ist immer Verlass. Oh nein, die Lost Soul. Wild. Die gute Lost Soul. Lass mich noch schnell schauen, was ich alles für Zeug rerollt habe. Sollst du erst am Ende vom Floor mitnehmen? Wahrscheinlich. Aber es ist zu spät dafür. Oh, du meinst Lost Soul? Ja. Ich hätte kurz mal sehen, den Würfelraum. Mal schauen, wie es laufen wird. Klar. Nehmen wir das Teil mit. Ich weiß nicht, was es ist, aber wir nehmen es mit. Sah nämlich cool aus. Warum hat mich das gerade unverwundbar gemacht?
Macht mich das random die ganze Zeit unverwundbar? Wenn ja, dann... Das ist gut, glaube ich. Eins der stärksten Trinkets. Ich sehe schon. Lost Soul lebt noch. Und ich habe mein Eternal Heart verloren. Ups. Das Trinket könnte im Bosskampf durchaus hilfreich werden, würde ich mal behaupten. Und dann meine ich im Kampf gegen Mega-Satan. Scheint mir nicht wirklich ein Trinket zu sein, das man aktiv sonderlich gut verwenden kann, aber... Wenn man sich nebenbei herausstellt, dass man random und verwundbar wird, dann werde ich mich nicht darüber beschweren. Oh, das ist ein seltsamer Aufbau für die Ebene, dass es da links noch weitergeht. Gott, ich nehm's ja schon mit! Ich geh mal weiter. Danke, Lost Soul. Vielleicht könnte ich hier was Nettes rausbekommen. Und das war's. Cool. Oh, ich bekomme pro Kill immer einen Schild mit dem Trinket. Dann kann man es vielleicht doch halbwegs planen. Lost Soul! Ich wollte nicht, dass es so endet. Es tut mir leid. Das war nicht meine Absicht. High Priestess. Ich weiß, welchen Boss ich hier spontan zerstampfen werde. Den Boss aus der Ebene. Wer auch immer das sein wird, ist die Antwort übrigens. Kein Small Rocker. Wir haben eine Menge Soul Hearts auf dieser Ebene. Ich würde fast sagen, zu viele. Fast. Hauptsächlich würde ich es aber nicht sagen, weil das wäre eine dämliche Aussage. Was? Funktioniert das überhaupt? Oh mein Gott! Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr was dazu sagen. Einfach dieser kleine Skelettmann, der sich im Kreis dreht. Absolut fantastisch. Und schießt mehr ab als der andere. Das ist das Leben. That's Lost Coin. Warum kann ich trotzdem noch normal weiterhin zuschlagen? Warte, wo ist der? Na, der Boss da unten irgendwo.
Und schalte das Trinket über die Bloody Mary Challenge frei. Oh, Challenges. Nennt nicht das C-Wort. Aber eine Sache, die ich gehört habe, die Brains Challenge. Vielleicht werden wir die heute mal versuchen. Sache ist nämlich, ich habe gehört, dass man gebufft wurde in der Brains Challenge, dass man mit der Bob-Transformation startet. Expansion Pack? Naja. Oh. Wir sind schon beim Kampf gegen Mom. Ups. Ich dachte, wir wären noch nicht so weit. Dass Blue Baby gebufft wurde, das wusste ich. Ich meine, ich mag Rod. Dann wiederum, ich habe 14 Damage. Ich denke, wir sollten Rotten Baby eine Chance geben. Was macht Bob eigentlich, damit man dann hat man so eine grüne Giftspur hinter sich? Ja, natürlich ist die Challenge dann immer noch absolut scheiße, aber davor war sie noch so viel übler. Wenn ihr mich fragt. Ich habe das Gefühl, Rotten Baby mitzunehmen war ein Fehler. Dich fragt aber niemand. Doch, doch, irgendjemand hat gefragt. Oh nein, es erinnert mich an. Ich weiß nicht genau warum. Es erinnert mich an dieses fucking Bild, das ich gesehen habe. Das war letztens. Ich weiß gar nicht, ob das echt ist. Ich stelle mir gern vor, dass es echt ist. So funktioniert das meist im Internet. Es war eine Zeitung, die abfotografiert wurde. Und da ist dieses Bild von Armin Laschet, der, keine Ahnung, irgendwie seine Krawatte richtet oder so. Und Schlagzeile darunter war, hat jemand Charisma gesagt? Das ist so, yeah. Ja, er ist ein charismatischer Mann. Ich hoffe, dass es echt ist. Hat jemand Charisma gesagt? Hier ist nämlich unser charismatischer Kandidat. Ich find's... Lost Soul, nein! Ich find's was schade, dass er verloren hat. Okay, wisst ihr was? Nein, die Sache ist... Die Welt ist in keiner Situation, wo ein derartiger Mann an der Macht sein sollte, aber es wäre schon echt lustig. Muss man fairerweise sagen. Es wäre schon echt lustig gewesen. Und RIP an die Lost Soul an der Stelle. Ich sehe kein Tinted Rock. Er hat schon wieder C-Section mitgenommen. Jeder weiß doch, wie schlecht das Item ist. Hey, nur weil ihr alle sagt, dass C-Section schlecht ist. Ich habe immer an das Item geglaubt. Oh oh. Ich werde es aus Trotz mitnehmen. Ich glaube, für C-Section muss man irgendwas mit Bethany machen, oder? Gratis Devil Deal Items? Hat da jemand Guppy gesagt? Scheinbar nicht. Ich überlege gleich, was davon ich will. Wahrscheinlich ein Fehler, das Teil wegzulegen, aber die Schaufel ist halt schon sehr verlockend heutzutage. Was wollt ihr, Oculus oder Eye of Belial, würdet ihr sagen? Ich weiß gar nicht, ob das hier in dem Fall überhaupt funktionieren wird. Wo ist denn Bodendeko? Ich habe doch
keine Ahnung, was hier als Dekoration vom Boden gilt. Der Krater hier oben, zählt der? Der rote Fleck da, nicht? Der rote Fleck. Oh, ich liebe diese Beschreibung. Ich versuche das. Yes. Mit Oculus bleiben die Gegner fern von dir. Ja, wahrscheinlich sollten wir Oculus mitnehmen. Ich muss anfangen, in die andere Form zu gehen, wenn ich den Raum betrete. Ich wünsche, ich wüsste, wo der Super Secret Room ist, aber was auch immer. Ocular Rift. Eye of Belial wirkt immer so, als ob es cool wäre, aber es ist irgendwie immer enttäuschend. Oh, schau ich das an. Wer lebt hier noch? Du? Hey, wisst ihr, was ich gerade nicht bekommen habe? Magic Skin. Das heißt, das ist ganz cool. Lost Soul, nein! Lost Soul war zu jung, um zu sterben. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich nicht für dich da war, Lost Soul. Außerdem von Kerkos, frischer Sub. Vielen lieben Dank. Ich hätte den Devil Deal mit der Geistform mitgenommen. Oh, fuck, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Shit. Ja, ja, das hätte ich absolut machen sollen. Das ist halt so stark. Das ist einfach so stark. Was zählt als Markierung am Boden? Der Krater ist doch was. Yes. Oh. Ich denke, wir müssen wieder Magic Skin mitnehmen. Sonst wird das wieder nur schlecht ausgehen. Oder? Wenn wir was... Ich muss mitnehmen. Wenn wir in die Chest gehen... Ich will nicht, dass ich auf einmal dann fünfmal Magic Skin bekomme. Und Gott, mein Ohr! Oh nein, es juckt und oh Gott. Yeah, die Mittelfingerwolke. Oh, wir bekommen nicht mal eine Chest. Egal. Im Prinzip bleibt das gleiche. Prinzip ist das gleiche. Yes! Seht ihr? Wurde direkt dafür belohnt. Denn ich sag's euch, wenn ich Magic Skin nicht dabei gehabt hätte, wisst ihr, was da dann jetzt drin gewesen wäre? Die magische Vorhaut. Lost Soul! Nein! Lost Soul war doch noch zu jung, um zu sterben. Ich der Einzige, der sich nicht mit The Binding of Isaac auskennt. Ich denke, viele Leute würden sagen, dass ich mich auch nicht auskenne. Also, bist du im richtigen Stream quasi. Du Mörder, ich bin kein Mörder. Ich habe nur meine Aufsichtspflicht deutlich verletzt. Das heißt aber nicht, dass ich Mörder bin.
Das heißt, dass ich inkompetent bin. So. Diesen Kisten ist nichts Gutes mehr drin. Scheinbar habe ich hier keinen Schaden genommen. Ich dachte, ich kann das Auge angreifen. Ja, immer. Es ist einfach so stark. Oh mein fucking Gott. Oh. Okay, weiter geht's. Wollen wir wetten, wie lange die Lost Soul bei Megasate überlebt? Die Lost Soul wird nicht mal, ich denke nicht, dass sie bis Megasate überleben wird. Ich kann nicht wirklich. Ich kann mir nichts davon leisten, mitzunehmen. Auch wenn ich natürlich wirklich gerne würde. Würde so gerne. Da waren so coole Items gerade, aber es bringt mir nichts. Ich weiß nicht, was Leute im Chat erzählen. Ich bin sehr verwirrt. Deswegen werde ich einfach versuchen, weiter nicht zu sterben. Ich glaube, es ist irgendein Witz, den ich sehr viel verpasst habe. Dirty Mind. Lost Soul, nein! Oh, die Haufen sind auf meiner Seite. Ich meine, ich weiß, dass ich das eine Item mitnehmen will, mit dem ich statt für Herzen für Geld Devil Deal Items holen kann. Das Problem ist nur, ich kann es mir aktuell nicht leisten, was von meinen Herzen aufzugeben. Oh ja, in den Kisten ist ja Zeug drin. Ugh. Das ist so die Problematik. Die gute Sissy Longlegs. Außer von Kohlen erklärt 13 Monate. Und der Yasino, frischer Sub. Wie wir lieben Dank. Kannst du mit dem. Ich weiß, dass ich mit dem Geist mit Soulhearts bezahlen kann. Das Problem ist aber, ich habe auch nur 4. Also, los geht's. Sieht jetzt erstmal deutlich schwächer aus, aber es ist wahrscheinlich auch deutlich schwächer. Aber ich wollte sehen, was passiert. Rip Run? Nah. Ich kann euch sagen, wir sind immer noch mehr als ausreichend stark. Da will ich mir mal nicht zu viele Sorgen machen. Ich hätte nur gehofft, dass die Feuerrate mehr ansteigt, als es der Fall ist. Aber alles gut. Also wenn ich irgendwo ein HP habe oder so bekomme, dann könnten wir noch die Items aus dem Startraum mitnehmen. Ja, es scheint wirklich nicht mehr stark zu sein. Hm. Und ja, man merkt vielleicht daran, dass ich mehr ein halber Gamer bin als ein echter.
Ja, jedes Mal, wenn er losgeht, ist der Run entweder mega stark oder total schlecht geworden. Er ist nicht total schlecht geworden. Was soll das denn? Das ist immer noch stark. Ich meine, war der Run davor stärker? Ja. Ist halt immer noch schwer in Ordnung. Mir egal, was ihr sagt. Ich glaube an diesen Run. Die Feuerrate von der Soul sollte enorm sein. Nicht wirklich. Ich meine, es ist ein bisschen höher. Ah, die Soul. Oh, ich sollte die Soul generell einsetzen. Das macht auch kaum weniger Damage. Ja, die Feuerrate ist da dann doch ein bisschen höher. Okay, es ist soweit. Es ist soweit. Warte, was von beiden will ich mitnehmen? Das war die 3! Das war die 3. Ich will den Incubus mitnehmen, oder? Oder Succubus, oder wie auch immer das ist. Incubus. Oh, und ich habe Conjoined. Oh mein Gott. Oh. Oh. Warte, der Run ist tot, meintet ihr? Das ist okay, wenn ihr eure Aussage zurücknehmen wollt. Das verstehe ich. Denn mir würde es da relativ ähnlich gehen. Einfach die Menge an die Menge an Jungs verdreifacht. Was für ein Leben. Conjoined macht, dass man einfach statt einer Träne 3 abfeuert. Wobei 2 davon rechts und links so ein bisschen rauskommen. Oh mein Gott. Wenn man irgendeine Form von Auto-Aiming hat, ist Conjoined ziemlich sichere Verdreifachung vom Schaden. Ich wünschte, ich könnte die Bombe sein. Schau ich den das Sensen-Wunderwerk an. Ich bin wirklich gespannt, wie Mega Satan laufen wird. Was passiert bei Quatsch und Conjoined? Keine Ahnung. Ich glaube, man ist dann bei 6 Schüssen. Ich glaube, 6 Schüsse sind das Maximum, was man haben kann. Steam Sale. Gehen wir los. Wir haben eh soweit alles. Oh, Steam Sale. Ich habe nicht wirklich eine Möglichkeit, noch 2 Cent aufzutreiben. Nehmen wir Bloody Lust mit. Und jetzt geht's richtig los! Oh oh. Ich bin gespannt, wann das Spiel crashen wird. Ich meine, irgendwann sollte es crashen, oder? Schau ich das an. Oh mein Gott, das ist so stark. Es geht mehr als 6 Schüsse? Okay. Stell ich mal vor, ich hätte Libra nicht mitgenommen. War ein akzeptabler Mega-Satan-Kampf, würde ich sagen. Der Mega-Satan-Bonus. 6666 Punkte. Platz 79. Ganz recht.
die Top 100. Oh, das war so ein spaßiger Run. Frank Coker, 2 Monate, Resub. Vielen lieben Dank. Und dann Mette auf dem Brot. 1 Monat. Beziehungsweise frischer Sub. Vielen lieben Dank dafür. Das war ein fantastischer Run.